Geht hier schon ganz gut. Hallo, heute gibt es ein Video von mir alleine und es ist leider gar nicht positiv. Ich würde mir gerade wünschen, dass dieser wirklich ein bisschen blöde Titel irgendwie Clickbait wäre, wie man es einfach leider oft sieht. Das ist hier kein Video, dass ich mir jetzt arg beschwer, was passiert ist oder so. Ich sehe das alles positiv und wir sind ja wirklich noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber gut, was ist denn eigentlich passiert? Ich hatte gestern einen Unfall. Und zwar, ich zeig das mal. Das ist mein Fuß. Der ist eingegipst. Also drunter ist ein Gips. Und drüber ist so eine Bandage. Hinter mir stehen meine Krücken, ohne die ich im Moment nicht gehen kann. Und das ist einfach mega komisch, ohne Krücken nicht gehen. Das ist so, ich bin total ungern irgendwie. So, keine Ahnung, gehandicapt, aber ist eh klar. Wer nicht? Gut, aber was ist passiert? Vor ein paar Tagen ist meine Mama angekommen und irgendwie am zweiten Abend wurde ihr Geld. Also sie hat Geld verloren gehabt und wir hatten keine Ahnung von was. Wir waren Geld wechseln, zuerst hat 100 Euro gewechselt und plötzlich hatte sie nur noch umgerechnet 70 Euro im Geld, in der Geldtasche. Und da haben wir uns gedacht, wo könnten die restlichen Geldscheine hingekommen sein? Ich hatte beim Wechseln nachgezählt, wirklich. Er hat einen Schein auf den Tisch gelegt, also er hat zwei Stapel auf den Tisch gelegt gehabt und ich habe das selbst nachgezählt und ihr dann gegeben. Also wir haben wirklich nicht gedacht, dass es da irgendwas geben könnte. Das Geld war weg. Sie hat sich gedacht, ja, vielleicht ist irgendwie die Tasche aufgegangen und das Geld ist irgendwie rausgeflogen. Friedrich und ich waren jetzt gestern. Also sind wir zur gleichen Wechselstube gegangen und Geld hat gefehlt. Und zwar, ich habe es wieder nachgezählt gehabt. Er hat zwei Stapel auf den Tisch gelegt und er hat wieder so was Komisches gesagt, ob wir 1000 zum Wechseln haben, also 1000 ist fast nichts wert, und ob wir 1000 rausgeben können. Irgendwie war mir das beim ersten Mal schon suspekt, aber keine Ahnung, ich bin irgendwie auch da gar nicht so, ich würde da gar nicht denken, dass uns da irgendwie so übers Ohr haut. Vor allem, wenn man selbst zählt. Und wieder, ich hatte es gezählt, wieder auf den Tisch gelegt, aber Friedrich hatte es im Auge, das Geld. Und wir haben es genommen und sind zum Supermarkt gegangen und da auf einmal so, da fehlt ja ein Drittel von dem Geld. Wo ist das jetzt hin? Und ich bin sofort zurück und habe gesagt, er hat das Geld. Und der hat sofort rausgerückt. Also ich war mega sauer, weil ich mir dachte, jemand bitte Arsch. Und bin hin, habe den wirklich zur Sau gemacht. Und er hat sofort rausgerückt. Also ich glaube, wir waren 20 Sekunden dort und er hat mir das ganze Geld gegeben, was gefehlt hat. Und somit wusste ich auch, wo das Geld von meiner Mutter hingekommen ist. Das ist einfach so, wir haben erklärt bekommen, wie die das machen. Die machen zwei Häufchen und dann legen die zwei Häufchen wieder auf einen Stapel. Aber während die das zusammenlegen, lassen sie das fallen. Ehrlich gesagt, wenn mir das wer erzählt, würde ich meinen, das sieht man doch, das muss man sehen. Oder keine Ahnung, vielleicht ihr habt einfach nicht aufgepasst. Aber ganz ehrlich, beim ersten Mal war ich mit meiner Mama dort und wir haben voll gut aufgepasst. Also wirklich, ich meine, Friedrich und ich sind seit 2015 auf Weltreise und davor waren wir auch schon auf verschiedenen Kontinenten. Also nicht so, dass wir jetzt irgendwie total naiv an irgendwelche Sachen rangehen. Wir hatten beide Augen drauf, ich beide, Mama beide, und ich habe es gezählt. Und jetzt gestern wieder das Gleiche. Ich habe es gezählt, Friedrich ist neben gestanden. Man sieht es nicht. Man sieht es nicht, wie der das Geld verschwinden lässt. Ich weiß jetzt, wie der Trick geht. So schnell kann man gar nicht schauen und es ist weg. Ich war auf jeden Fall mega grantig. Keine Ahnung, ich hatte gestern sowieso schon keinen guten Tag und dann der mit seiner Art und überhaupt, dass er das einen klaut und von uns beiden eben, die ganze Familie, zuerst meine Mutter und dann mich und Friedrich. Also zuerst ist Friedrich mit dem Scooter gefahren, ich bin hinten oben gesessen, nach Hause gefahren, meine Mama holen und wo wir wegfahren, also wir fahren dann wieder weg und meine Mama macht das Tor auf und die war irgendwie so überhaupt nicht bei der Sache, man sollte in dem Moment, und ich sollte mich besser kennen, man sollte in so einem Moment einfach nicht auf einen Scooter steigen. Und ich war einfach bei den Gedanken richtig sauer und
total nicht anwesend oder so, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Bin dann irgendwie, hab umgedreht den Scooter und bin einfach voll weggerutscht. Also das war komplett meine Schuld und komplett meine eigene Blödheit. Es war ein bisschen Rollsplitter auf der Straße und ich bin einfach komplett weggerutscht. Der Scooter ist auf meinen Fuß geflogen. Ich hätte dabei irgendwie fast meine Mama überfahren. Also ich weiß auch nicht, wie das irgendwie passieren hat können. Also voll weggerutscht mit dem Scooter zu ihr. Ich habe mir irgendwie Sorgen gemacht wegen ihr zuerst und habe dann gemerkt, dass mit meinem Fuß was überhaupt nicht stimmt. Weil da eben der Scooter mit, ich weiß nicht wie schwer der ist, 70 Kilo oder ich habe keine Ahnung wie viel so ein Teil wiegt. Nein, ich glaube mehr, 70 Kilo. Ist halt voll auf meinen Fuß geflogen. Ja. Dann sind wir mit unserem Vermieter hier, der hat uns ins Krankenhaus gefahren. Das war voll super. Wir waren in dem Basel, im internationalen Krankenhaus. Die haben das geröntgt und also da war wirklich Glück im Unglück. Also es ist nichts gebrochen, es ist nichts, kein Band gerissen, aber es war mega geschwollen. Also irgendwie mein Knöchel war irgendwie so, ich weiß nicht, eine kleine Apfelgröße oder so, also voll eklig geschwollen und ja, ich habe halt jetzt einen Gips drauf und muss den ein paar Tage tragen, aber ja, also ich muss sagen, ich habe keine Schmerzen, was super, was ich sehr, sehr froh bin natürlich, weil meine Mama ist hier natürlich auch im Urlaub und ich will mit ihr eine schöne Zeit verbringen und ja, ich bin einfach, von dem her hatte ich schon Glück, ich kann halt jetzt nicht gut gehen, also ich gehe jetzt mit den Krücken, total komisch und total ungewohnt natürlich, ist eh klar. Ja, ich kann einfach nur sagen, es ist einfach alles blöd gelaufen. Aber ja, wie gesagt, wir hatten Glück im Unglück und man macht halt jetzt das Beste draus. Also ich bin sicher nicht der Typ, der jetzt irgendwie rumsitzt und sich nur beschwert. Ich habe mir gedacht, ich erzähle euch das kurz, so passt unbedingt auf bei diesen Geldwechseln hier auf Bali. Immer ganz ehrlich, ich hätte mir gedacht, negative Vorteile, sowas passiert dann in Indien. Aber ganz ehrlich, wir haben in Indien so gute Erfahrungen gemacht. Also wir haben schon negative Erfahrungen gemacht, aber nichts in die Richtung und habe es auch hier irgendwie auf Bali, ehrlich gesagt, ich hätte es nicht erwartet und passt auf beim Geldwechseln, auch wenn ihr das alles seht, traut euren Augen nicht. Aber klar, der ist ein Profi, man sieht sowas nicht. Es ist gleich wie wenn auf der Straße irgendwie aus der Hosentasche was geklaut wird, das spürt man nicht. Das sind Profis, die wissen schon, wie sie das machen und ja, man sollte sich dann auch nicht zu sehr ärgern über so Frechheiten, weil sonst ist man unachtsam und dann knallt einen das Moped auf den Kopf und dann knallt einen das Moped auf die Füße. Ich sehe gerade, meine Mama schwimmt da draußen, ich gehe mal jetzt zu ihr. Ich hüpf mal hin. Ich bin jetzt irgendwie zum Pool rausgehumpelt. Mit meinem tollen Fuß und mit der Mama, die ist auch noch ein bisschen schockiert von gestern. Das ist nicht unbedingt die beste Einlage im Urlaub, aber geht schon. Ich werde es überstehen, so macht man seine Erfahrungen. Geht ja schon ganz gut. Das ist voll anstrengend irgendwie. Ich habe die zwei übrigens Ernie und Bernd getauft. Nein, Ernie und Bert, oder heißen die? Ja. Ernie und Bert. Das ist Ernie, das ist Bert. Darf ich vorstellen? Du schaffst das. Wenn eine Stufe zum Hintergrund.